Hallo, ich bin David und ich bin ein Movie Maniac. David, wie bist du denn zu der Rolle des Gunthers gekommen? Also bei den internationalen Projekten ist das immer so, dass man sich auf Video aufnimmt. Also da hat man gar, hatte ich gar kein Casting oder so im ursprünglichen Sinne sozusagen, sondern ich habe eine Szene gespielt aus dem Film, habe die aufgenommen und dann nach Amerika geschickt. Aber auch mit dem Hintergrund, dass ich so gesagt habe zu mir selbst, ja, also Steven Spielberg, das war natürlich großartig, aber wirklich viel Hoffnung hatte ich nicht in dem Fall. Aber dann ging es doch relativ schnell, dass ich dann eine Zusage bekommen habe und dann war ich natürlich erstmal sprachlos. Ja. Hast du es dann gleich gefeiert, als es feststand? Ja, also erstmal war es so ein Moment, wo ich nicht so wirklich wusste, was ich jetzt sagen soll. Ich war wirklich sprachlos, ich wusste gar nicht, ist das jetzt echt oder ist da nicht ein Fehler gewesen? Aber dann habe ich mich erstmal wahnsinnig gefreut. Also es war, dass ich bei so einer tollen Geschichte auch, ich habe dann in Vorbereitung auf den Film Gefährten oder auf Deutsch halt Warhorse, gelesen als Kinderbuch und das ist ein ganz tolles Kinderbuch. Ist gar nicht so bekannt in Deutschland, ist mir dann aufgefallen, aber in England wird es, glaube ich, auch in den Schulen durchgenommen und so. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei so einem tollen Film dabei sein kann, ja. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Spielberg? Sehr angenehm, sehr angenehm. Ist ein sehr ruhiger, sympathischer Mann einfach, der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich nicht selber auch Ideen reinbringen kann oder also er hat mir immer das Gefühl gegeben, das ist eine Zusammenarbeit und schnell auch so, dass ich diesen großen Namen Spielberg irgendwann dann vergessen habe und ihn als Menschen gesehen habe und mit ihm ganz normal arbeiten konnte dann irgendwann. Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt davor, aber dann war es doch irgendwann so, dass er einfach viele Ideen hat, schnell ist im Kopf, lustig ist auch und eine tolle Atmosphäre am Set dann einfach geschaffen hat. Konntest du denn was von ihm lernen? Also hat er dir zum Beispiel einen Tipp gegeben? Ich habe also bestimmt viel von ihm gelernt. Ich habe gelernt von ihm, dass man auch manchmal eine Szene komplett einfach mal in eine andere Richtung versuchen kann. Zum Beispiel hatten wir eine Szene, die dann so ganz ernst war. Und die dann einfach komplett einmal komödiantisch probiert haben und einfach in eine ganz andere Richtung. Aber dann doch wieder zum Ursprung sind wir dann doch zurückgegangen, dass wir es ernst gespielt haben. Und dadurch hat es aber eine ganz andere Frische. Also, welche Szene war das? Das war die erste Szene. Also wahrscheinlich lag das auch ein bisschen daran, dass ich gerade beim ersten Drehtag war ich, glaube ich, nochmal besonders aufgeregt, weil es halt, man merkt einfach, dass es eine andere Produktion ist. Also die haben einfach viel mehr Leute arbeiten da am Set, viel mehr, also ein ganz großes Team, ein ganz Riesenset natürlich. Dann haben sie auch immer große Schlachtszenen und so weiter. Das ist einfach eine Hollywood-Produktion gewesen und den Druck habe ich so als Schauspieler auch gemerkt und deshalb war ich am ersten Drehtag wahrscheinlich noch mal viel aufgeregter dann als zum Beispiel am letzten, ja. Mhm. Es geht ja um die Freundschaft zwischen Mensch und Pferd. Hattest du denn schon mal so eine enge Beziehung zu einem Tier, vielleicht zu einem Haustier? Ja, ich weiß noch, wir hatten eigentlich nur zwei Katzen immer, also das weiß ich noch als Kind. Und die habe ich auch immer gemocht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine besondere Beziehung zu denen hatte, aber ich weiß noch, dass sie dann irgendwann abgehauen sind, beide. Das war dann ein bisschen traurig, aber ich habe in Vorbereitung auf den Film habe ich reiten lernen können. Und ich war 2 Monate in London und habe auf so einer speziellen Pferdefarm mit ganz super Trainern habe ich reiten lernen können und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Du bist ja so jung und hast so viel erreicht. Was denkst du, hat dich dahin gebracht? Neben deinem Talent natürlich. Glück, glaube ich. Also ich glaube, da gehört immer viel Glück auch dazu und dann ist es zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und bestimmte Zufälle ergeben sich dann ja manchmal und dann muss man, glaube ich, das Beste daraus machen dann, ja.
Welche Eigenschaften braucht man denn, um sich als junger Schauspieler durchzusetzen? Man braucht, glaube ich, so ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Man muss zu sich selber stehen, man muss Spaß dabei haben. Also es muss einem, also ich glaube, wenn man es wirklich weitermachen möchte, muss man daran wirklich eine große Freude haben und dass dieses Spiel oder dieses, es ist ja auch manchmal so, dass man an so bestimmte Orte gehen muss als Schauspieler, die nicht so schön sind, und daran muss man auch Spaß haben. Ja, und einfach, dass man sich, glaube ich, intensiv mit bestimmten Sachen beschäftigen möchte. Kannst und daran du Freude hat und eine Motivation auch, ja. Kannst du dir denn vorstellen, nochmal was anderes zu machen, außer zu Schauspielern? Ja, wenn ich irgendwas habe, was mir wirklich Spaß macht und was ich wirklich machen möchte, also ich glaube, dann ist es wichtig, dass man wirklich so einen Willen hat, dass man das machen möchte, dann ja, warum nicht? Was wäre das zum Beispiel? Habe ich noch keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Du drehst ja jetzt auch schon an deinem neuen Projekt mit Detlef Book, die Vermessung der Welt. Ja, das haben wir schon abgedreht. Ah, ihr seid schon fertig. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Das ist mein erster 3D-Film. Das wird alles in 3D gedreht, was sehr spannend war. Es geht darum, also es ist eigentlich die Geschichte von so zwei großen Genies der deutschen Geschichte. Einmal Karl Friedrich Gauss, der Mathematiker, und Humboldt. Und ich spiele den Sohn von Karl Friedrich Gauss, also gespielt von Florian David Fitz, der eine relativ schwierige Beziehung eigentlich zu seinem Vater hat, die mögen sich nicht so wirklich, und der dann irgendwann politisch wird und eigentlich dann in so einer Burschenschaft politisch wird, und das geht dann alles nicht so gut aus, aber ich will das Ende jetzt auch nicht erzählen. Perfekt, vielen Dank. Ja.